So, ey Leute, was geht ab? Willkommen zu Tag 3 Frauenfeld. Heute sind wieder geile Acts vorab. Es freut mich sehr, dass der erste Vlog so gut angekommen ist. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und viel Spaß. So, wir sind wieder da. Wir sind angekommen. Also, so wie es ausschaut, gehen echt viele zu NRLi. Eigentlich dachte ich, dass nicht so viele zu NRLi Chapa gehen werden, aber da werden auf jeden Fall viele hingehen. Der NRLi, der ist so abgefuckt, weil er die ganze Zeit nass gemacht wird. Er ist eins vor gehen einfach. Er ist eins vor gehen. Was sagen wir zu NRLi? Nie also, wieder Schweiz. Bro, der also, hatte mies keinen Bock, weil der Schott den ganzen Mast gemacht hat. Ich schwör, der Arme, dem seine Crowd war tot einfach, der Arme. Ja, der hatte aber gar keinen Bock, aber ehrlich, Kenner, die die Lieder kennen, ich hab's geistkrank gefühlt. Ja, die Lieder auf jeden Fall krass, natürlich sind die krass. Wenn er dann auch performt hat oder so, war es auch krass, weil er dann schon die Energie hat, aber er hatte halt einfach keinen Bock. Er hatte so keinen Bock mehr, ohne Witz. Also der ist jetzt auch gegangen, hat glaube ich eine halbe Stunde oder so gespielt und weg. Hey Leute, seid ihr ready für Nina Chupa? Yeah, Nina Chupa! Yes! Leider muss Nina Chupa geskippt werden, weil wir Hunger haben. Sehr leider. Ehrlich, ich hätte sie so gerne gesehen. Euch diesen Content zu liefern von Nina Chupa war höchste Priorität eigentlich, aber wird leider nichts. Im vorherigen Vlog hatte ich es erwähnt gehabt. Schaut hier rechts, überall Leute. Müssen langsam laufen. Hier alles frei. Wir können so Meter machen. Ich kann sogar joggen. Heute habe ich tatsächlich echt Hunger. Jetzt habe ich mir einen Salat, ein Müsli geholt. Hier noch Croissants, die fetzen wir mit Nutella. Aber heute ist viel los hier.
Jo, ich esse hier gerade meinen Salat auf entspannt. Und ich mein Chicken Sandwich. Boah, dir geht's gar nicht gut. Boah, mir geht's sehr gut, Bro. Mir geht's sehr gut. Boah, ich, Alter, saftig. Sagen, bei Gazo kotzt du mich echt an, dass ich kein Französisch kann. Ich würde so gern verstehen, was der da rappt, weil meiner Meinung nach ist ein echt sehr guter Rapper, also nur vom Hören natürlich. Das hört sich einfach geil an. Er ist auch sehr musikalisch, das hört man auch. Ja, aber ich bin jetzt weg. Ich gehe jetzt zu Joey Badass. Mal schauen, weil Joey Badass ist schon hart. Was geht darum jetzt ab? Meiner Beziehung. Da heiraten einfach Leute. Frauenfeld, Digga, das wünscht sich doch jede Frau. Ah, oh, nein, nice. Lass mal heiraten. Ich musste ganz dringend aufs Klo. Jetzt habe ich einfach Trettmann die ersten paar Songs verpasst. Tut mir leid, aber ich hoffe, einer meiner Kollegen hat es gefilmt. Standard, Frauen Süßi, Baklava, Standard. Schau dort, David Alaba. Nur Originale, kein Duplikat. 27, 26, Automat. Licht fällt dran, steht für uns beide. Denk an dich permanent. So, drüben läuft noch Trettmann, wir warten jetzt auf GID. Jeder, der GID kennt, weiß, dass bei ihm abgeht. Komplett am Flown, also ich bin gespannt. Erste Mal live. Hatten irgendwie keine Kraft mehr, da vorne zu stehen. Jetzt schauen wir uns die Show von hier hinten an. Auf entspannt. Heute, der Tag ist echt wack, also wer sich ein Tagesticket für heute gekauft hat, Verlust gemacht. GID, ein sehr cleaner Rapper, hatte ich davor schon gesagt gehabt, ist ein Signing von J. Cole. Jetzt bin ich hyped auf Luciano. Luciano, man weiß, er reißt eigentlich immer ab. Der hat einfach die Power dafür. Also ich weiß nicht, was los ist, aber die Stage ist immer so leise. Gibt irgendwie leise. Big body, yeah, shake it.
Konzerte, Soundkompressen. Ich will ein Rätsel, ich nehm mich Fotograf. Für mich wieder für mein Ding, ich muss ein Baby Babas hart. Hab nicht so viel wie den Buscher. Sieh auf Fippel, Mach und Büst, ich bin im Spagat. Ich hab ein Fuffi, ich bin weißer mit dem Handgelenk. Siehst du Fleisch? Ich sage nein, ich esse Fulani, aber ich esse kein Schwein. Jetzt kommt ein unreleaseder Song, schauen wir mal. Ich würde sagen, Ciano habe ich schon besser gesehen, aber es liegt nicht an ihm, es liegt eher an der Stage, am Mic. Leider kein Gib Gas oder so. Kendrick, wir laufen soweit gefallen. Liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Wäre euch sehr dankbar. Yes, ich wünsche euch allen noch was und wir sehen uns. Noch kurz was zu Kendrick Lamar.
er ist einfach ein Künstler, geisteskranke Performance. Er hat den Tag gecarried einfach. Ohne Witz. Kendrick. Kendrick, 10 von 10. Ich liebe den. Der ist so nice. Der Typ hat echt gecarried den Abend, ja. Kendrick. Den ganzen Tag gecarried. Kendrick Geistes. Komm, du schaffst es. Ich glaub an dich. Noch ein Versuch. Step by step. Ja. Perfekt. Next step. Perfekt. Oh, ganze Mannschaft im McDonald's. Let's go. Mein Vater hat mir immer gesagt gehabt, bleib nicht lange draußen, denn da passiert genau sowas. Oder sowas. Oder sowas. Geht nach Hause, Kinder. Glaubt mir. Down, 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 down. See you guys.